So. Macht es einen Unterschied, ob man Feuer oder Eis zockt? Wie gesagt, also Eis, mir gefällt Eis ganz gut, weil du, also der Unterschied ist basically, Eis friert ein und du hast dadurch halt vielleicht eine bessere Defensive. Feuer macht, glaube ich, mehr Damage, würde ich schätzen. Also ich habe beides getestet und ich würde sagen, Feuer macht mehr Damage, aber du hast mehr Overall Defense, weil Monster halt eingefroren werden, gechillt werden, langsamer sind und so durch Eis. Aber ich kann jetzt zumindest, dafür habe ich es jetzt halt auch nicht intensiv genug getestet, nicht hundertprozentig sagen, das eine ist besser als das andere. Ich fand beides erstaunlich gut, deswegen, ja, deswegen habe ich beides mit reingenommen, weil sie sicher halt auch so ähnlich sind. So. Allgemein, was geht denn hier ab? Muss ich nicht das erstmal fertig machen hier? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, hier hatte ich schon. Hier war ich, glaube ich, schon ein bisschen weiter. Ja, hier bin ich fast beim Boss. Oh, erstmal Minions spawnen. So, das war mein Maximum auf dem hier, ne? Immer los. Ich frage mich halt, ob man irgendwann nochmal einen Skill oder so loswerden kann, um Teleport reinzukriegen. Also ich denke später, wenn wir Race Lord spielen, machen wir das wahrscheinlich schon. Aber bei Minion Army ist das irgendwie immer so, eine Art Minion weniger halt, ne? Also geartechnisch ist das hier immer noch das Schrott-Leveling-Gear, was wir haben halt, ne? Also ich habe noch nichts geändert. Doch, bei den Skelettmagern kann man den Teleport beim Beschwören mitskillen. Beim Beschwören. Aber dann müsste ich immer den Magier-Skill casten, oder? Ja, das will ich ja auch nicht. Das Wichtigste ist echt, dass man Dreadshade immer anhat, ne? Also zumindest in meinen ganzen Tests, ich bin auch nochmal auf einen Legacy-Charakter gegangen, habe ich es nicht geschafft, selbst mit Low-Level-Skills, dass meine Minions sterben. Bin gespannt, wann es soweit sein wird. Also es wird schon passieren, denke ich. Also ziemlich sicher wird das passieren. Also ich bezweifle, dass der Build zum Beispiel irgendwie einigermaßen valid
Corruption farmen kann. Aber bisher habe ich auf jeden Fall gar keine Probleme. Ja, ja. Kenne ich. Also das ist der Grund, warum wir Necro angefangen hatten. Den Helm habe ich noch nicht. Nee, nee. Ich hab nicht wirklich Progress gemacht. Ich habe einfach nur unterschiedliche Sachen probiert, als ich offline gelevelt habe. Also wir spielen jetzt ein bisschen den Eisbild hier. Ich versuche damit ein bisschen weiter zu leveln. Und währenddessen versuchen wir dann nach und nach den Helm zu bekommen. Und dann spielen wir Race Lord. Wahrscheinlich als erstes. Ich habe Bock, Necro zu leveln. So schlimm ist das gar nicht. Wenn du mein Leveling nimmst. Der Race Lord Helm. Der sorgt quasi dafür, dass du einen großen von denen hier hast. Also nicht dafür sorgt er nicht, aber das spielt man mit dem. Oder doch, er sorgt doch dafür. Mit dem hier? Wait, hast du das gerade nachgebaut? Oder hast du was Ähnliches gebaut? Oder habe ich irgendwem sein Bild gerobbt und hab, what? Und hab's nicht gewusst. Achso, der spawnt immer hier oben, ne? Ah, ich spiele auf Feuer seit ein paar Tagen. Okay, aber quasi genauso wie das hier. Also hier unten dann das raus. Also ich weiß nicht, ob du das Video schon gesehen hast. Oh ja, Holy. Ich muss gleich unbedingt ein Holy trinken. Ganz dringend. Ey, hier bin ich jetzt gespannt. Okay, sieht solid aus. Das ist okay. Das war gut. Ah, okay. Dachte auch schon. Jo, geh dir mein Glück. Dude.
Easy. Twitch Prime ist kostenlos. Ja, genau, Twitch Prime ist kostenlos, das stimmt. Das stimmt. Für manche, die es eh schon bezahlt haben. Hey, Dell Sofa. Hallo, hallo. Hey, übrigens nochmal hallo an alle, die irgendwie gerade noch reingekommen sind. Auch alle, die vielleicht still Hallo gesagt haben und im Lurk sich verstecken. Ein wunderschön, schön, dass ihr hier seid. Ich hoffe, ihr hattet bisher eine schöne Woche. Aber hier bin ich jetzt gespannt. Mehrere Gegner, ein richtig fetter Tank. Minions leben alle noch, krass. Okay, nice. Sehr gut. Irgendwas auf jeden Fall mit meinem Filter, was das betrifft, gerade kaputt. Kaputt. Hey, sehr gerne. So, schauen wir mal, wie er sich hier jetzt schlägt. Okay, schauen wir mal. Okay. Okay. Also es hätte mich auch sehr gewundert, wenn die hier alle überleben. Dafür habe ich halt viel zu wenig geskillt, dass das klappen kann. Aber die Mages überleben krass lange, das ist crazy. Das ist krass. Keiner von den Mages gestorben. Das finde ich sehr krass gerade. Ich glaube, der Rest zählt nicht. Wie sehen meine Resis aus? Okay. Einigermaßen okay eigentlich. Nicht so schlecht. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch gucken, was wir so für
was wir so für weitere Items nutzen wollen. Weil derzeit habe ich das nur so auf Leveling ausgelegt, aber ja. Im Prinzip will ich auch nichts anderes machen, ne? Hallo Alyka. Okay, Musik ist mir zu aufdringlich. Nun gut. Was treibt ihr so? Seid ihr am Farm auch? Den sollte ich auf jeden Fall nehmen, oder? Also ich meine, nicht für jetzt, aber... Der ist allgemein ziemlich gut, die Rüstung. Zerschedder ich, glaube ich. Setch. Hab das Game gerade runtergeladen. Nice. Marcellus. Viel Spaß. Wurde aber gerade genervt, oder? Oder ist noch nicht? Ich habe nur die Comments gelesen, nicht den Beitragsinhalt. Wurde die Bombe nicht, wurde Dive Bomb nicht genervt? Ah ne, Smoke Bomb wurde genervt, ne? Wird, glaube. Ah, okay. Ja, ich meine, dass es trotzdem gut bleibt, ist sowieso klar. Das stimmt. Ausrufezeichen LE-Bild. Kirias. Ah, okay, alles klar. Wieder nicht richtig
richtig informiert gewesen. Sorry, Leute. Einmal hier den ganzen Trash abladen. Den hier wollte ich, ne? Warum habe ich den nicht gemacht? Ah, weil wir gerade erst Level 66 geworden sind. Der hatte Hybrid Health. Minion Damage. Sehr gut. Strong. Guter Gürtel. Guter Gürtel. Der Peri! Danke für den Prime! Vielen, vielen Dank! Sag mal, wenn ich im G war und dort Items gekauft und angelegt habe, darf ich dann nicht Circle of Fortune wechseln? Sagt immer, ich muss Faction-Items ableben. Ja, wahrscheinlich immer die Items, die markiert sind, die du anhast. Also, habe ich gerade eins? Hier zum Beispiel steht ja unten Rank 3 von diesem lilanen, das ist Circle of Fortune. Mein Sound ist normal. Vielleicht hast du 2 Tabs oder so von mir auf. Und hörst deswegen doppelt. Hey, Kartoffelpüree, ein wunderschön. Peri, vielen, vielen Dank für den Prime erstmal. Okay. Hauptsache, es geht wieder. So, hier tun wir jetzt die rein. Hier die. Kurze Frage, ich habe mega Probleme, 100er Maps zu clearen. Hast du einen Tipp? Also Corruption? Wie
Wie viel Leben hast du? Was für ein Bild spielst du? Sind deine Resistenzen gecapped? Welches Level bist du? Fragen über Fragen. Hey Hans, grüß dich. Ey, ich werde wahrscheinlich wechseln irgendwann. Also ich will halt ein paar Sachen ausprobieren, deswegen werde ich den, denke ich, nicht ewig spielen. Ich muss, glaube ich, bald meinen Filter mal ein bisschen feiner machen. Also ich spiele Swarmblade Minion Build, Resis sind noch nicht gecapped, aber sterbe auch von Frost Damage, obwohl ich gecapped ist und habe mit Level 88 schon 1617 Life. Du spielst Frostbite Swarmblade? Weil deine Defensive kommt halt im Wesentlichen bei diesem Bild davon, dass du haust. Also ja, ist erstmal ein bisschen wenig live, wie ich in dem Video gesagt habe halt. Du bräuchst halt theoretisch von den ganzen Uniques, die du benutzt, bräuchtest du mehrere mit Hybrid Health. Damit der Bild erst richtig geil wird. Du brauchst Movement Speed auf den Boots. Legendary. Damit du die Geschwindigkeit hast. Und dann ist halt der Punkt, du kriegst deine Defensive darüber, dass du auf die Gegner haust. Das heißt, es ist halt immer bei diesem Bild ein bisschen scary, die ersten Hits zu kriegen, bis deine Defensive hoch ist. Und dann musst du dich halt schnell von Pack zu Pack bewegen. Und dabei würde dir wiederum der Dings helfen. Ah, okay, dann den kenne ich nicht. Den kenne ich nicht. Literally just face tanking. Aber die Defensive wird ähnlich funktionieren. Hast du, irgendwo muss hier Leech drauf sein oder so, oder? Bei den Skills oder so? Er hat halt 4000 Leben, ne? Aber keine Ahnung, also kann mich jetzt nicht kurz in dem Bild reindenken, denke ich, aber
vielleicht. Also ich würde auf jeden Fall trotzdem an den Resis arbeiten. Du bist Level 95. Krass. Spiel auch einen der OP-Builds. Also Wraith Lord zum Beispiel. Oder du gehst auf Archmage. Was für eine Tierlist. Ja, Ward halt, ne? Ward ist im Moment die most broken Defensive. Huch. Frostfeuer, Frostkombo. Ah, okay. Das ist die beste Area hier. Junge, Junge, Junge. Ich hoffe, die können hier durchfeuern. Sieht aber ganz gut aus. Ich spiele gerade meinen neu gemachten Necro-Leveling-Build. Ausrufezeichen LE-Build. Habe ich gerade hochgeladen, das Video. Also gerade vorm Stream. Build ohne S.
Wo ist der Feind? Ah, da. Da sind die restlichen. Die Bösewichte. Was haben wir hier? Crit Chance für Minions. Nö, ne? Nö. Das brauchen wir nicht. Ja. Dafür hat er halt schlecht AOE, ne? Aber ja, der ist halt broke. Das stimmt. Wie gesagt, deswegen, es gibt eigentlich im Moment nicht viele Builds, die mit dem Wraith Lord mithalten können. Deswegen habe ich das hier halt auch nur zum Leveln gemacht. Um sich quasi die Items für Wraith Lord zu besorgen. Was haben wir hier? Der Mod ist nicht schlecht, aber... Nee. Ich brauch's halt auf einer Base. Mit Exalted, damit ich's theoretisch später auf die Schuhe machen kann. Und ich brauch's auch erst ab Wraith Lord. Uiuiuiuiui. Ach, das ist schon der Boss hier. Hoppala. Hoppala. Yo. Ich vergesse immer Dreadshade zu benutzen. Das ist gar nicht gut.
Das muss man schon benutzen. Aber nicht Endgame-tauglich. Das, was ich hier gerade mache... Sorry, Hans, ich habe es fast nicht gesehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe es auf einem Trink in bis Level 80 quasi versucht. Also auf einem Trink in Legacy quasi, also in einem alten Necromancer. Danach habe ich es nicht weiter probiert. Das ging problemlos. Aber ich denke, mit Corruption wird das schwierig. Also mit viel Corruption. Dann werden die Minions wahrscheinlich sterben. Und ich wüsste jetzt nicht, wie man dem entgegenwirken möchte. Oh, Bone Golem. Worthless, anyway. A Bone Golem. Ups. Könnten wir drüber nachdenken, sowas zu nehmen? Ja, das ist Chaos Bolts. Ausrufezeichen LE-Bild. Habe ich gerade ein Video zu hochgeladen, warum ich das benutze und was ich damit mache. Yes. Interessantes Ammo eigentlich, ne? Aber nee. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Nicht interessant genug. Such einfach nach Race Lord. Hans, da gibt es mehrere. Also ich meine, da gibt es echt viele Builds von. Und also ich meine, die sind alle relativ gleich auch. Alles basiert auf dem Helm. Übrigens der Grund, warum wir einen Necro starten wollten. Weil ich den auch spielen will. Hey Spliffy. Race. Hat er oben geschrieben. W-R-A-I-T-H Locht.
Damn. Aber hier bin ich jetzt gespannt. Okay, ich hätte gedacht, dass die damit schlechter klarkommen, aber das funktioniert ja echt richtig gut. Krass. Sehr gut. I like. Effekt. Ja, gehen wir hier noch ein bisschen rein. Und dann wird Endgame gepusht. Wir müssen gleich, oder wir werden gleich auf jeden Fall auch noch ein bisschen gamblen. Schauen, ob wir den Helm heute kriegen. Na, dafür können wir uns übrigens schon mal ein paar Helme... Ah, hier haben wir ja eigentlich schon einen, ne? Ein paar Helme könnten wir uns schon mal zur Seite legen. Item Type. Armor. Helm. Zack. Oh. Warte mal, was habe ich denn hier gemacht? Okay, die Experimental-Dinger. Ja, okay, dann ist es okay. Ich hoffe, ich habe das schon angepasst. Ups. Ich habe alle Idols hier, ne? Müsste hier irgendwann auch nochmal durchgehen wahrscheinlich, aber irgendwie habe ich gerade keinen Bock. Du brauchst einen Experimental Mod auf einem Item, also auf einem Exalted Item. Also da muss der Experimental Mod drauf sein und es muss ein Exalted Mod drauf sein. Kannst du halt nur so finden. Dann kannst du ganz normal Legendary Crafting machen. Ausrufezeichen LE. Craft. Du kannst nur Exalted Mods auf einen, also mit einem Unique kombinieren. Das heißt, du musst erstmal dein Experimental Mod auf einem Exalted Item haben. Das ist dein erstes Ziel. Und dann musst du Glück haben, je nachdem. Außer du hast einen 4 Legendary Potential Item, wo du es drauf haben willst, was ich nicht glaube. Und dann musst du halt Glück haben, dass es der wird. Ich suche übrigens gerade nach genau dem gleichen Item. Also schon mal in Vorbereitung. Ich habe noch nicht das Unique, aber...
oder Fist? Ich verstehe die Experimental Items nicht. Was ist deine Frage dazu? Hau raus, ich erkläre dir alles. Das Exalted damit zu finden, ist gar nicht so hart. Viel härter ist tatsächlich dann, das auf das Legendary zu kriegen. Also es sind auf jeden Fall schon mal neue Items. Snowblind hatte ich zum Beispiel noch nicht. Aber es sind nicht die Items, die ich will. Nein! Unlucky. Den hatte ich schon. Ich glaube, Snowblind hatte ich noch nicht. Yes. Den hatte ich auch schon, oder? Ja. Yes. Ich meine, ich könnte den hier tragen, weil das, was ich gerade habe, ist auch nicht besser. Ich meine, Hybrid Health ist nicht so schlecht für einen 16er Mod. Dex und Dodge Rate ist auch nicht so schlecht. Aber haut mich jetzt halt auch nicht vom Hocker, ne? Da sind spezielle Mods drauf, Noki. Die du nur darüber kriegen kannst, die du nicht craften kannst. Wie zum Beispiel, es gibt zum Beispiel, was ich später mit dem Bild benutzen will, eine Mod, womit ich Minions zu mir teleportiere, nachdem ich ein Travel-Skill benutze. Das sorgt halt dafür, dass die nicht laufen müssen, sondern dass die immer da sind, wo ich bin. Und diesen Mod, den kannst du nur über Experimental kriegen. Und dann holst du dir ein Item, was die richtigen Bedingungen hat und versuchst diesen Mod dann auf einen Unique-Item zu transferieren. Das ist so der Endgame-Shit, was man eigentlich so haben will. Und da gibt es halt so ein paar. Die sind nicht für alle gut und auch nicht für jeden Build gut, aber es gibt halt Builds, die ja, die damit sehr, sehr gut arbeiten können. Da geht es meistens um Quality of Life Sachen. Sparks.
Ich bin hier langsam ein bisschen das Problem. Also ich bin halt echt squishy. Im Vergleich zu denen. Kann aber auch gerade an Poison liegen. Nee, leider kann man Experimental nicht so kriegen. Also Experimental Shards gibt es nicht. Das heißt, du kannst das zerstören, wie du willst. Du kriegst keine Shards für diese Mods. Das heißt, entweder es droppt ein Item, was du so benutzen kannst, oder wie gesagt, du versuchst es halt auf einen Unique zu transferieren. Dafür muss das Item allerdings ein Exalted Item sein, damit das überhaupt geht. Und dann musst du noch Glück haben, dass du das Richtige überträgst. Das ist sehr unfortunate. Kann man einen Dolch auf einen Unique Bow übertragen? Gehen solche Sachen? Nein. Muss ein Helm eigentlich eine bestimmte Base sein, um Wunschlegendary per Runde zu halten? Nein, nur Base-Type. Also jeder Helm kann zu jedem Helm werden. Man kann Affixe auf Items craften, gibt einen Calculator dafür, brauchst Glyph of Insight dafür, welche du durch Rune of Research bekommst, die von den Mages. Man kann Exceptional Affixe auf Items craften, gibt einen Calculator dafür, brauchst Glyph of Insight. Ist das die hier? Kenn ich nicht, habe ich nicht. Was ist das für eine Area hier gewesen? Ah, okay. Ja, also das mit dem Zielen wusste ich, aber ich wusste nicht, dass man dafür dann noch eine Glyphe bekommen kann. Yo, flexen it. Ausrufezeichen LA Craft. Da sind alle wichtigen Sachen drin. Ich denke, ich werde jetzt mit diesem Bild hier, hoffe ich zumindest, dann mal ein bisschen Corruption pushen.
Weil das muss ich irgendwann auch nochmal machen. Bisher habe ich zu viel Spaß am Neuleveln. Weißt du, warum ich mit meinem Druiden keine zwei... Das ist ein Skill. Der ist im Druiden-Tree, im ersten, also im Primalist-Tree ist der. Ziemlich am Anfang in der Mitte der Fahrt. Der besagt aber nicht, dass du zwei Einhandwaffen tragen kannst, sondern der besagt, dass du in der zweiten Hand eine Axt oder ein Schwert tragen kannst. Also du kannst zum Beispiel keine zwei Dolche tragen. Danke für die Follows, Leute. Oh, ich mag das richtig gerne. Diese Armee von Minions. Meine Armee! Kommt her, wo seid ihr? Kommt her! Ich hätte auch voll Bock auf den zweiten Chart zu spielen. Ein Shami mit Tornados hätte ich Lust. Go for it. Ich finde ehrlich gesagt, im Moment ist das Ausprobieren von Chars und das Hochspielen von Chars fast noch geiler als das Endgame. Weil, sind wir mal ehrlich, die Chars wandern Ende des Cycles quasi eh in den normalen Standardmodus. Und wenn man dann alles, also jede Mastery einmal gelevelt hat, kann man halt auch alles einfach immer ausprobieren. Das ist im Moment so ein bisschen eigentlich mein Sub-Goal quasi. Mein Nebenziel. Neben Spaß haben und Content kreieren, würde ich gerne jede Mastery irgendwie bereitliegen haben, um Sachen auszuprobieren. Nur das Gequietsche nervt. Ja, dafür ist gut auch starker Bild, oder? Auch ein starker Bild. Ich bin echt kurz davor, ehrlich gesagt, wieder in die andere Fraktion zu wechseln, ne? Ich
finde Fortune irgendwie nicht so geil. Ach so, ich muss obwohl nehmen. Muss hier hin, ne? Nee, den Helm brauchst du schon für Wraith Lord. Aber wie gesagt, ja, der Skeleton Archmage ist ja auch das, was ich eben gesagt hatte. Ich krieg zwei Helme, wenn ich diesen blöden hier mache. Ich meine, das kann ich machen. Ich will eigentlich nur Helme. Vielleicht sollte ich mir kurz irgendwas holen, um mehr Helme zu kriegen. Oder mehr Uniques allgemein zu kriegen. Oh, warte mal, ich könnte hier auch tatsächlich auf Helme gehen, ne? Ist das nicht besser? Ich glaube, das ist besser. Schon mal gut geklappt. Lightless Arbor. Mann. Ich glaube, hier wird gleich echt gerelockt. Gewechselt, die Fraktion gewechselt. Habe ich gerade irgendwas, was ich dann nicht mehr tragen könnte? Oder nicht mehr benutzen könnte? Weil im Moment ist noch nichts passiert. Ich habe gerade kein einziges Item, glaube ich, oder? Ja. Ich wechsle jetzt. Trading ist mein Zuhause. Nee, nee. Im Moment nicht.
Eine Frage, wenn ich ein Item farme, das nur einen bestimmten Boss droppt und ich über Prophecies das Item noch booste, zum Beispiel ein Gürtel, das durch den Tod des Bosses droppt, gilt das dann trotzdem nur für die nicht gelockten, nicht für die nicht gelockte Items oder auch für den Gürtel, der den Boss droppen kann? Boah, keine Ahnung, alter Ego. Also, wenn du als Rewards-Type quasi wählst, dass du... Warte mal, du hast Prophecies gefragt, ne? Wenn du da wählst, dass das von dem, also dass du zusätzliche Gürtel meinetwegen kriegst, wenn es ein Gürtel sein soll, und die Bedingung ist, dass es bei dem Boss erledigt wird, dann wird der auch so da droppen können. Hier los. Manchmal laggen die Server ein bisschen, ne? Das hatte ich schon gestern irgendwie. Wait, wie kann ich die Fraktion wechseln? Ah, ich muss hier leaven wahrscheinlich, ne? Zack. So. Ab in eine Merchant Guild zurück. We are back. Man verliert übrigens seinen Favor nicht, solange man einen Charakter in der Fraktion hat. Das hatten wir uns ja auch noch gefragt. So, mal gucken, was der kostet. Der ist bestimmt teuer. Denke ich. Ach. Warum findet man den nicht? Da. Was kannst du empfehlen hinsichtlich Aufbewahrung von Exalted und Experimental Items? Also... Bildtechnisch kenne ich eigentlich nur, dass dieser Minion-Mod gut ist. Guck mal, der kostet einfach gar nichts, ne? Das ist krank. Achso, das ist aber... Ja, ja, okay, das ist mit wenig Legendary Potential. Lass mal... Also ich weiß nur, dass dieser Minion-Teleport-Dings oft benutzt wird. Der Haste-Mod, weiß ich nicht, kann man bestimmt auch irgendwie nutzen. Was die Experimental-Dinger betrifft, Exalted-Mods, ganz ehrlich, ist schwierig zu beantworten. Ich wünschte mir manchmal, ich hätte irgendwie mehr Exalted aufgehoben, wenn ich zum Beispiel einfach mal so ein paar Dungeons laufen will, um Items zu craften quasi. Aber andererseits verschimmelt halt auch viel da drin. Ich würde fast sogar dahin gehen und zu sagen, wenn du weit im Endgame bist, würde ich eher Double Exalted Items aufheben. Ja. Aber es ist schwierig zu beantworten, ne? So generell. What the fuck, ja. Der günstigste kostet 70.000. Oh, dann. Rein da. Wann denkst du, kommt PoE League zu Ostern? So, jetzt haben wir den Helm. Jetzt können wir theoretisch umsteigen. Ja, ja, ich spiele Circle of Fortune nicht. Keine Ahnung, mich motiviert das irgendwie nicht, das System, muss ich sagen. Für mich wirkt es irgendwie fast so... Also ich habe die ganze Zeit eher das Gefühl, ich verschwende meine Zeit und ich will lieber Trade weiter leveln.
Nee, ich könnte den Helm jetzt in der anderen Fraktion nicht tragen. Also ich kann den jetzt nur in Trade tragen, solange ich in der Trade-Fraktion bin. Ja, das werden wir gleich auch noch machen. Wir können jetzt hier erstmal noch mal ein bisschen den anderen Bild spielen. Nur usbar. Bestehen bleibt er immer. Du hast den dauerhaft. Nur du kannst ihn halt nur mit einem Charakter spielen, der in Trade ist. Genauso wie du andersrum die Items, die das, die Circle of Fortune getaggt sind, nur mit Circle of Fortune Charakteren spielen kannst. Wait, ist mein Golem gerade gestorben? Ist ja ganz neue Facetten. Ey, Luxen, danke dir für 25 Monate. Crazy, dankeschön. Danke, danke, danke. Ah, nee, mein Minion ist gerade, mein Dings ist nicht gestorben, der ist, obwohl doch, der ist gestorben. Nee, nee, ich habe die Note nicht geskillt. Es gibt nämlich eine Passive, dass der nächste Minion oder einer der Minions, die um einen rumstehen, geopfert werden, damit man sich selber heilt quasi. Aber das habe ich nicht geskillt auf dem Bild hier. Ich glaube, diese Shields machen es gerade ein bisschen schwierig hier. Oder ein bisschen schwieriger. Was habe ich hier gekriegt? Hm. Ja, jeder wie es braucht oder wie er es will halt. Also ich check's auf jeden Fall. Was ich halt cool finde an der Trading-Fraktion, wenn du in der Trading-Fraktion was findest, kannst du das auch mit der anderen Fraktion spielen. Das heißt, du kannst halt dir alles kaufen, was du haben willst, aber du kannst, egal was du selber findest, alles mit allen Charakteren spielen. Und das finde ich irgendwie cooler. Ich habe bei der Circle of Fortune-Fraktion immer so das Gefühl, okay, wenn ich jetzt was finde, kann ich das halt nur spielen, solange ich in dieser Fraktion bin, so. Ich weiß, es betrifft nur den Extra-Loot, aber, ne? Irgendwie turnt mich das ab. Was spiele ich als nächstes? Maxman oder Pala oder was anderes? So viele Entscheidungen. Also ein Pala zu haben ist natürlich auch geil, ne? Achso, ich kann jetzt mal das hier wieder rausnehmen. Oh,
Oh. Minions sterben. Das große Minion sterben. Hey, Kübi. Hey, Freebier. Hallo, hallo. Easy. Hast du Skip hinbekommen? Ja. Ja. Ich musste quasi, also ich habe versucht, Richtung Kampagne weiterzugehen. Hab dann aber erstmal diese Eis-Winter-Quest da gemacht und im Rahmen dieser Geschichten, also ne, von diesem Hirsch, im Rahmen dieser Geschichte bin ich, habe ich dann die fehlenden Sachen gekriegt. Also Skip, weiß ich nicht, würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen, weil ich quasi die Hälfte von dem, was ich geskippt habe, noch spielen musste. Aber ja. Also, es hat zumindest funktioniert. Einigermaßen. Achso, ich muss das hier aufsammeln. Ups. So, sehr schön. Hey, ready. Ich denke, nach diesem Mono hier werden wir umstellen auf Race Load. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Mal schauen, wie das hier klappt. Ich habe bei den Bossen immer so ein bisschen Angst hier, muss ich zugeben. Aber bis hierhin hat es eigentlich ziemlich gut geklappt. Okay, das sieht ziemlich chillig aus.
Chiller. Ist halt so krass, wie er Agro zieht einfach. Nice, mit zwei Legendary Potential. Das ist gut. Warte mal, sind das nicht die Lowlife Boots? Ja, ne? Ja, das sind doch die Lowlife Boots, oder? Die brauche ich doch sogar. Sehr geil. Ich müsste jetzt halt nur den Teleport-Mod draufkriegen, aber mit zwei Legendary Potential habe ich zumindest eine 50-50-Chance. Aber wir wissen ja, wie 50-50-Chance in Action-RPGs bei mir ausgeht. Ich habe das Problem, damit ich mit Level 72 irgendwie ganz, ganz selten Items finde, die mein Gear verbessern. Habe alles stark aufgewertet, aber farm mir die Eier wund. Ey, Kollege, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber die Maus, also das Ding hier, bedient man mit seiner Hand. Ich empfehle einen Sitzdonut. Was soll ich dazu sagen? Also, ich meine, Level 72, keine Ahnung, ich finde halt auch wenig Upgrades. Grundlegend fangen die Upgrades halt eher so Richtung 100er an und da ist man dann so Level 80. Also mach einfach weiter und du wirst schon Upgrades finden. Also mein Gear, was ich hier habe, ist zu 95% aus der Kampagne. Also ist jetzt nicht so ganz ungewöhnlich. Aber solange deine Resis gefixt sind und du stetig halt versuchst, ein bisschen mehr Life zu kriegen überall. So, sollen wir jetzt umbauen, Leute? Vielleicht hast du deinen Lootfilter auch zu krass eingestellt. Ich meine, ich müsste noch nicht umstellen, aber ich könnte. Könnt ihr ja mal kurz überlegen, was ich machen soll. Warte, ich kann auch eine Umfrage machen. Abstimmen.